Heute gehen wir mal auf wirkliche Tauchstation. Und was da unten auf euch wartet, das wollt ihr unbedingt sehen, glaubt mir. Willkommen zurück beim Trash-Taucher. Ich bin der Steffen und ich habe euch heute was mitgebracht aus den Untiefen der Tiefsee, voller Monster, Schaurigkeiten und Abnormitäten. Abseits von mir selbst, die größte Abnormität, die hier vor der Kamera steht. Aber ich habe euch was aus den 90ern mitgebracht. Und das ist ja schon immer so ein kleines Qualitätsmerkmal, oder? Ich weiß ja nicht. Entscheidet ihr. Auf jeden Fall müssen wir nicht lang drüber reden. Sirene 1 habe ich euch mitgebracht. Ein bisschen U-Boot-Monster-Horror gefällig. Dann seid ihr hiermit genau richtig bedient. Wie ihr es gewohnt seid, erstmal ein Review, dann gibt es ein Unboxing vom MediaBock, Timecodes unten in der Videobeschreibung und los geht's. Ja, worum geht es in Sirene 1? Ein U-Boot ist nicht mehr aufgetaucht und ist vom Radar verschwunden. Deswegen wird die Sirene 1 als Rettungsteam hinterher geschickt, um in über 10.000 Metern Tiefe nach der verschollenen Crew zu suchen. Aber ob sie selbst wieder hochkommen werden, ist nicht ganz klar. So fängt Sirene 1 an. Wir bekommen hier einen ganz klassischen U-Boot-Tiefsee-Horrorfilm in erster Linie, weil ihr erinnert euch, die 90er Jahre waren der U-Boot-Shit überhaupt. Man denke an Geschichten wie The Abyss, Deep Star 6, Leviathan und, wie sie alle hießen. Alles in den 90er Jahren, da war so ein richtiger kleiner U-Boot-Hype tatsächlich. Und Sirene 1, beziehungsweise The Rift, wie er im Original heißt, schwimmt da genau in diesem Fahrwasser mit. Aber nochmal eine ganze Spur billiger. Und deswegen ist auch nicht unumgänglich, dass wir hier einen kleinen, feinen B-Movie-Regisseur auf dem Regiestuhl auch sitzen haben, nämlich Juan Piquet Simon. Den kennt ihr 100% auch schon, wenn ihr auf kleine, fiese Tierchen steht, die normalerweise im Garten krabbeln und euch irgendwann mal in den Finger beißen. Richtig, der gute Mann hat zum Beispiel Slugs gemacht. Richtig ekliges, kleines Creature-Feature. Aber auch Geschichten wie zum Beispiel Sonic Man oder die geheimnisvolle Insel der Monster und noch ein paar kleinere Sachen mehr. Der war nicht sehr umtriebig, aber das, was er gemacht hat, hat definitiv seine Kreise gezogen. Über das Budget von diesem Film ist nicht viel bekannt. Es kann auf jeden Fall nicht viel gewesen sein. Trotzdem haben sie einen kleinen, namhaften Cast zusammenbekommen, so in der Hauptrolle als ja, U-Boot-Bauer, Designer haben wir Jack Scalier, der hier ein etwas ja, eingebildet rüberkommt, ein bisschen bitchig könnte man sagen, in der neueren Jugendsprache, und deswegen ist er auch ziemlich pisst, dass sein U-Boot-Entwurf dauernd kritisiert wird, und deswegen will er selbst mitreisen, um herauszufinden, woran es denn gescheitert ist. Denn seine U-Boot-Konstruktion kann es ja nicht gewesen sein, denn die ist ja unfehlbar. An seiner Seite als U-Boot-Kapitän haben wir R. Lee Ermey. Den kennt ihr alle als Drill Sergeant aus Full Metal Jacket. Und er gibt hier wieder mal einen knallharten Marine-Kapitän ab, der nur seine Befehlsschiene kennt, nichts anderes toleriert, außer gefolgsame Crewmitglieder. Deswegen gibt's zwischen ihm und Jack Scalier ab und zu mal ein bisschen Reibung. Aber wir haben noch mit an Bord Ray Weiss, der hier einen sehr suspekten Navigator spielt und auch für die Frauenquote ist gesorgt. Deborah Adair gibt sich hier als Biowissenschaftlerin die Ehre und darf hier ein bisschen Blickfang spielen. Allerdings, der Film ist komplett, obwohl er unter Wasser spielt, komplett ohne irgendwelche Nacktszenen oder was. Von daher muss ich euch da enttäuschen. Aber Sirene 1 ist trotzdem cool geworden. Das liegt vor allem an seiner Konsequenz. Er weiß jederzeit, dass er Low Budget ist. Das spielt er auch jederzeit aus. Die Schauspieler sind jetzt nicht die Creme de la Creme. Also R. Lee Ermey ist jetzt kein Glanzschauspieler. Also er kann seine Militärrollen, kann er einfach authentisch spielen, weil er selbst beim Militär
Militär war. Aber ansonsten haben wir hier viele Seifenopern-Darsteller oder irgendwelche Sitcom-Darsteller. Jack Scalia zum Beispiel kennt man aus Dallas. Muss ich jetzt nicht weiter dazu sagen, was er da für ein Typ Mensch gespielt hat. Das funktioniert aber in diesem kleinen, fiesen U-Boot-Setting ganz gut. Hat mir auch optisch sehr gut gefallen. Also viele Knöpfe, die blinken und drücken, kleine Monitore, die buh, buh, buh machen. Und. Es gibt auch ein paar coole Unterwasseraufnahmen mit wunderschönen Modellen, die durch die Gegend fahren, schwimmen. Und es gibt auf der anderen Seite auch jede Menge Monster. Und die Monster in Sirene 1 haben mir wirklich Spaß gemacht. Einmal, weil Juan Piqué Simón definitiv ein Praktiker ist. Das heißt, er hat sich eine Crew gesucht, die praktische Effekte wirklich solide umsetzen kann, auch praktische Monster entwerfen und bauen kann. Und hier haben wir wirklich sehr, sehr viele Mutanten, Unterwasser-Mischlingswesen aus Fisch und Mensch und noch irgendwas anderem, Alieneskem. Deswegen wirken die auch relativ originell. Also ich habe solche Mutanten jetzt auch noch nicht gesehen. Also gibt es Viecher, die in der Wand wohnen und da rausklupschen. Oder es gibt einen riesigen Blob-Seestern, der an der Decke hängt und von dort aus mit Tentakeln angreift und. Also es gibt echt viele coole Viecher da unten in der Tiefsee und die kommen hier auch mit an Bord, beziehungsweise wollen an Bord vom U-Boot. Und ja, natürlich bricht dann irgendwann die Seuche aus und die U-Boot-Crew bekämpft sich gegenseitig, weil jeder jedem misstraut. Ihr kennt die Geschichten, ihr kennt sie alle. Aber Sirene 1 hat trotzdem seinen eigenen Charme, macht hier keinen Hehl draus, dass es wirklich low-budget ist. Es ist, glaube ich, ursprünglich eine Fernsehproduktion gewesen, von daher absolut in Ordnung. Trotzdem macht der Spaß, der geht gute 90 Minuten, also man macht da auch jetzt zeitlich nicht viel falsch, dass man sagt, boah, der geht viel zu lang, viel zu gestreckt. Die Dialoge sind auch vollkommen in Ordnung. Was ich richtig cool finde, ist einfach diese Mischung aus diesem klaustrophobischen im U-Boot, das kriegen sie manchmal auch ganz gut hin, und dann dieses geile Höhlensetting, also sie landen dann in so einer Unterwasserhöhle, das hat mir auch richtig gut gefallen, und vor allem, wenn man dann sich mal anschaut, wie sie das gemacht haben mit verschiedenen Kameraperspektiven und kleinen Modellen, die sie vor das Setting gestellt haben, also da geht mir wirklich das Herz auf, und sowas mag ich gerne, und deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, schaut euch Sirene 1 auf jeden Fall mal an, wenn ihr ihn in die Finger bekommt. Gibt es auch auf verschiedenen anderen Medien natürlich. Also es muss jetzt nicht dieses Mediabook sein, aber schaut ihn euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr auf so kleine, fiese Unterwasserabenteuer-Horrorfilmchen steht, so wie ich. Also ich meine, ich bin der Trash-Taucher. Wenn ich nicht unter Wasser abgehen würde, dann wäre ich irgendwie im falschen Job. Ganz ehrlich, kann ich auch der Trash Strandbuggy-Fahrer sein, keine Ahnung. Also, nee, abtauchen lohnt sich. Sirene 1, definitiv eine Empfehlung. Und was dieses Mediabook von Wicked Vision zu Sirene 1 zu bieten hat, das zeige ich euch jetzt in meinem Unboxing. Viel Spaß. So, hier haben wir das Mediabook zu Sirene 1, Mission im Abgrund von Wicked Vision. Hier das schöne Titelblatt, wo man nochmal lesen kann. HD-Premiere mit exklusivem Bonusmaterial. Empfohlen von Creepy Image. Genau. Ist eine 2-Disc Limited Collectors Edition mit einer fortlaufenden Nummer. Da wird es entsprechend ja auch schon eine Kollektion für geben. Genau, die sieht dann wahrscheinlich entsprechend so aus. Aber heute soll es um dieses kleine Schätzchen hier gehen. Und wir schauen uns mal das Cover an. Also das hier ist die Cover C Variante. Cover B war eigentlich mein Favorit. Da hat man nochmal ein bisschen ein abstrakteres mit noch ein bisschen mehr Viechzeug drauf gesehen. Das mag ich eigentlich ganz gerne, aber das war leider schon vergriffen. Vielleicht seid ihr ja sogar schuld dran. Naja, ist ja egal. Cover C finde ich auch echt cool. Wir sehen hier so im Dunkel, ja, türkisfarbenen einen Taucher, der von irgendwelchen Pflanzen oder Tentakeln nach unten gezogen wird. Die Luft geht ihm langsam aus und er schreit nach Hilfe, aber niemand kann ihn hören. Finde ich ein cooles Motiv, ist schlicht, aber fasst ja auch genau das Thema vom Film sehr gut auf. Ich finde übrigens auch diese Schriftart Sirene 1 mit diesem leichten Bogeneinschlag irgendwie sehr cool. Und genau, das ist die Frontseite. Dann haben wir hier den Rücken. Nichts Aufregendes, also das ist eine sehr simple Schriftart. MGM, Blu-ray-Disc ist mit drin, Wicked Vision, der Augapfel darf nicht fehlen. So, das ist die Rückseite vom Design her. Du kannst nicht die Luft anhalten und gleichzeitig schreien.
ja, wer jetzt noch nicht an Alien denkt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Genau. Also hier nochmal kurze Inhaltsangabe dann zu Juan Piquet Simon, was er gemacht hat. Das ist eben die 30th Anniversary Edition in High Definition ist. Also zum 30-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Also letztes Jahr erschienen. Und genau, noch so ein paar Details, auf die ich später nochmal eingehen werde. Aber wir schauen jetzt mal nach innen. Die Inside ist ja auch interessant. Und hier haben wir auf der linken Seite die Blu-ray-Disc. Hier auch mit dem Sirene 1 Schriftzug. Hier mit einem Wasser entsprechend als Hintergrund. Also mit dem Ozean. Das finde ich eigentlich ganz... Kann man das so sehen? So sieht man es. Finde ich eigentlich ganz nice. Dass man auch jederzeit weiß, dass es im Unterwasser spielt. Hier ist nochmal das Frontcover auf der linken Seite, also hier zum Vergleich, also hier in groß, hier nochmal ein bisschen abgedunkelter, ein bisschen kleiner gezogen. Genau, das ist die Disc. Und auf der rechten Seite die DVD, auch mit demselben Schriftzug und nochmal dem gespiegelten Background. Fand ich schade, dass es hier einfach nur das Cover ist, nochmal in der Innenseite, also dass hier keine anderen Motive noch Einzug gefunden haben, einfach nur gespiegelt wurde. Finde ich persönlich so ein bisschen schade, aber ist okay. Also es passt zumindest zum Grundton, es ist jetzt kein Quietschpink oder was auch immer hier unten drunter versteckt. Aber hier hätte man ruhig noch vielleicht ein anderes Design oder was drunter packen können, aber dafür gibt es ja auch das Booklet. Und das Booklet hat mir sehr gut gefallen. Also es sind insgesamt 24 Seiten stark, ist es hier geschrieben von Christoph N. Kellerbach und der ist ja definitiv der richtige Mann, wenn man an alles B-Movie, monstrige, Creature-Feature denkt. Der ist ja da sehr versiert und auch sehr mitteilungsfreudig und das hat er auch hier wieder getan, hat die entsprechenden Bezüge gezogen, gerade zu dieser ja, Unterwasser-Horrorwelt der 80er, 90er Jahre, wo ja dieser The Abyss, Below und wie sie alle heißen, Hype eben hochgelebt hat. Und das gepaart eben dann noch mit Alien oder Aliens. Genau, das, da greift er das entsprechend auf mit Tiefsee, der beste Tiefsee-Horror aller Zeiten. Terror steht da natürlich. Genau, also ihr seht hier einiges zu erfahren, auch einige Background-Sachen. Also man sieht hier sehr schöne Behind-the-Scenes. Bilder, wie zum Beispiel diese Höhle gebaut wurde, das Konstrukt von dem U-Boot, also in der Miniatur, das finde ich auch immer sehr interessant. Und hier geht es dann entsprechend hinten noch ein Stück weiter. Also ein sehr schöner Text, hat mir wirklich sehr geholfen, auch bei meiner Recherche. Also da weiß ich, der auf den Herr Kellerbach ist immer Verlass und das hat er hier auch gezeigt. Und ihr seht, er geht auf ziemlich viele Sachen ein, auch Cast und Crew, also nicht nur auf die Entstehung des Films, also die zeitliche Einordnung, sondern auch, wer war daran so beteiligt, warum war das vielleicht dann doch speziell in bestimmten Belangen, warum war es vielleicht ein bisschen aufwendiger als gedacht für ein B-Movie, aber genau, so dass ihr mal sehen könnt, was steckt hier denn alles Lesenswertes drin. So, dann sind wir auch schon durch. Hier sind, also ihr seht sehr, sehr viel Bildmaterial, sowohl aus dem Film selbst als auch Behind the Scenes. Finde ich eine coole Mischung, weil ein Booklet ist ja eigentlich nichts anderes als ein ausformuliertes Behind the Scenes, nochmal in Buchform. Finde ich sehr toll. Hier auch nochmal entsprechend aufgegliedert, wer hier an dieser Produktion mit beteiligt war, an dieser Collector's Edition. Christoph N. Kellerbach, habe ich gesagt, Projektleitung, Daniel Perret, dann alle weiteren technischen Sachen, nichts Erschreckendes an der Seite. Sehr lobenswert, dass das so schön detailliert aufgegliedert ist, damit auch jeder seine Credits bekommt. Daumen dafür. Genau, ein paar Logos hier unten noch. Und dann sind wir schon auf der letzten Seite, wo noch eins von diesen Viechern in einem Tank gezeigt wird. Also, ja. Ihr seht, das Booklet ist jetzt kein riesiges optisches Highlight, aber ich finde, es ist ein absolut solides Booklet geworden. Gefällt mir, was Bebildung und Text angeht. So, jetzt gucken wir aber nochmal ein bisschen detaillierter hier auf die Ausstattung. 24-seitiges Booklet haben wir schon durch. Dann ein Featurette, Danger Below, die Effekte von Sirene 1. Das ist ein, ja, eine erzählte Bildergalerie, erzählt von Till Bamberg, der hier als Offsprecher verschiedene Stadien des Films und seiner Entstehung
bespricht und auch vertont hat, ist nicht immer so, also er weiß, wovon er redet, er hat sehr, sehr viel recherchiert und auch sehr, sehr viel rausgefunden, es klingt nur manchmal etwas monoton erzählt, so typischer Erzählton, ja, muss man mögen, aber wenn es um Hintergrundfakten geht, da werdet ihr da definitiv gut versorgt. Auch hier das Featurette What Lurks in the Dark mit Special Effects Legende Colin Arthur, da gibt er ein kleines Interview, auch wenn er selbst nicht an Sirene 1 beteiligt war, dass er trotzdem seinen Senf dazu gibt und das einordnet, entsprechend auch was den Aufwand der Effekte etc. angeht. Und dann natürlich noch Interviews mit den Darstellern, also Ray Wise, Jack Scalier, Harley Army, also alle mit dabei, die nochmal einen kurzen 5-Minüter oder was dazu abgeben, wie das damals so entstanden ist und was noch hängen geblieben ist. Deutsche Trailer, Originaltrailer, Bildergalerie, that's it. Genau, und das ist das Mediabook zu Sirene 1. Ich finde, es ist ein schönes Stück, hat mir sehr angetan, auch wegen gerade dieser Unterwasser-Thematik. Neupreis liegt bei 29,99, das geht in Ordnung für mich, dass ich sage, okay, ich habe zum DVD, Blu-ray dabei, ich habe ein bisschen Bonusmaterial, gerade bei so einem Film, der jetzt nie groß beworben wurde oder nie den großen Sprung geschafft hat, ist es ja immer schwierig, an Bonusmaterial zu kommen. Da haben sie hier definitiv gut rangeklotzt. Bei Wicked Vision haben wir einiges aufgetrieben, auch gerade die Interviews oder diese Behind-the-Scenes-Sachen finde ich sehr, sehr anregend und sehr, sehr spannend. Und das Schöne ist, aktuell, soweit ich weiß, gibt es die auch immer mal wieder im Angebot, also für 3, 4, 5 Euro weniger. Da könnt ihr definitiv zuschlagen, weil Sirene 1 als Film macht ja schon Spaß und wenn man dann noch so ein Booklet für die Sammlung hat, macht man definitiv nichts falsch. So. Das war mein Video zu Sirene 1. Ich hoffe, ihr habt wieder mal eine kleine Entdeckung gemacht in der Tiefsee der Trashigkeit. Vielleicht kanntet ihr ihn ja schon, vielleicht habt ihr ihn jetzt neu entdeckt. Was haltet ihr von Sirene 1? Schreibt mir es gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr von diesen geilen Monstern? Also ich finde sie ja wirklich unglaublich cool, auch wenn sie total billig gemacht sind. Weil das ist doch das Schöne, oder nicht? Ja, da sind wir uns einig. Ansonsten schreibt mir auch gerne andere Sachen. Wie findet ihr mein Setting? Wie findet ihr meine Videos? Habt ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche? Schreibt alles unten rein. Ansonsten abonnieren, liken, erzählt euren Omas, Opas, Nachbarn, Postboten vom Trash-Taucher. Vielleicht haben die auch Bock darauf, hier mal reinzuschauen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Gehabt euch wohl, euer Trash-Taucher over and out.